Haus der alten Messe betrachten, dann gibt es einen Aspekt, der für manche vielleicht wie ein Anhängsel wirkt oder als etwas fehl am Platz erscheint, nämlich das Schlussevangelium oder auch Johannesprolog genannt. Der Priester spendet zum Abschluss der Heiligen Messe den Segen, entlässt uns, um dann nochmals zur Evangelienseite zu gehen und dort flüsternd das Johannesevangelium zu verlesen. Das Evangelium beginnt mit den Worten "In principio erat verbum" und in seinem Zentrum steht die Fleischwerdung Gottes, die mit den Worten "Et verbum caro factum est" und das Wort ist Fleisch geworden, mit einer Kniebeuge, wie beim Credo, ehrfurchtsvoll zum Ausdruck gebracht wird. Aber was ist denn die Bedeutung und der Ursprung dieser Verlesung, die manchmal etwas unterzugehen scheint und daher auf Unverständnis stößt? Bei diesem Text handelt es sich tatsächlich um den jüngsten Teil des klassischen römischen Ritus. Der Johannesprolog wurde der Heiligen Messe nämlich erst im 13. Jahrhundert angefügt und erscheint erstmals 1256 in den Messbüchern der Dominikaner. Wichtig anzumerken wäre hier, dass die Lesung des Evangeliums grundsätzlich nicht nur als Verkündigung zu verstehen ist, sondern auch als Sakramentale und Segnung mit Lossprechung. Denn denken wir an die Worte des Priesters: "Durch die Worte des Evangeliums mögen getilgt werden unsere Sünden." Daher ist es nicht verwunderlich, dass dem Prolog eine so besondere Kraft beigemessen wird, denn das Schlussevangelium enthält in kürzester Form den Kern des christlichen Glaubens. Er fand sogar Verwendung bei der Krönung des Kaisers, wo es dieser als Krönungseid vortrug, um zu zeigen, dass er seine Verantwortung gegenüber der gefallenen Schöpfung bekannte, die durch die Fleischwerdung des Wortes, also Gott selbst, gerettet und geheiligt wurde. Wenn wir kurz innehalten, verstehen wir, dass die Fleischwerdung die Voraussetzung für das Erlösungsgeheimnis ist. Wir haben täglich in der Heiligen Messe die Gelegenheit, Jesus Christus in den Gestalten von Brot und Wein zu empfangen. So hat er aus reiner Liebe die Natur der Opfergabe angenommen, um sich ganz klein zu machen und in der Form einer Opfergabe in unser Herz zu kommen, um eins mit uns zu werden. Dieser Vorgang ist nur mit der Fleischwerdung Gottes im Leibe seiner und unserer Mutter, der Jungfrau Maria, vergleichbar. Auf dem Altar eignet sich bei jeder Messe also nicht nur Golgotha, sondern auch Bethlehem. Die Worte "Hier ist das Wort Fleisch geworden", die man auf den Altar in Loreto geschrieben hat, könnte man auf jeden Altar, auf dem einmal eine Messe gelesen worden ist, schreiben. Auch wenn es viele Katholiken und Gott sei es geklagt, auch manche Bischöfe und Priester nicht mehr wahrhaben wollen, Christus ist in der Heiligen Messe nach der Wandlung mit seinem ganzen inkarnierten Wesen in der Hostie real präsent. Im Katechismus der katholischen Kirche in Paragraphen 1375 heißt es: "Christus wird in diesem Sakrament gegenwärtig durch die Verwandlung des Brotes und des Weines in den Leib und das Blut Christi." Die Kirchenväter betonten entschieden den Glauben der Kirche, dass das Wort Christi und das Walten des Heiligen Geistes so wirkkräftig sind, dass sie diese Verwandlung zu bewirken vermögen. Der heilige Johannes Chrysostomus erklärt dazu: "Nicht der Mensch bewirkt, dass die Opfergaben Leib und Blut Christi werden, sondern Christus selbst, der für uns gekreuzigt worden ist. Der Priester, der Christus repräsentiert, spricht diese Worte aus, aber ihre Wirkkraft und Gnade kommen von Gott. Das ist mein Leib", sagt er. Dieses Wort verwandelt die Opfergaben. Der heilige Ambrosius sagt über die Verwandlung Folgendes: "Hier liegt etwas vor, was nicht die Natur gebildet, sondern die Segnung konsekriert hat, und die Wirksamkeit der Segnung geht über die Natur hinaus, indem sogar die Natur selbst Kraft der Segnung verwandelt wird. Das Wort Christi, das noch nicht Seiende aus dem Nichts zu schaffen vermochte, soll Seiendes nicht etwas verwandeln können, was es vorher nicht war? Nichts Geringeres ist es, neue Dinge zu erschaffen, als Naturen zu verwandeln." Der große Dominikaner, der heilige Thomas von Aquin, hat 1263 das Messformular vom Fest von Leichnam geschrieben. Schau gerne zu diesem Thema ein weiteres unserer Videos auf diesem Kanal mit dem Titel "Das von Leichnamsfest und Pange Lingua", welches auch in der Bildbeschreibung verlinkt ist.
Hierzu verfasste der heilige Thomas das Lehrgedicht Lauda Sion, wo auf ganz präzise Weise die eucharistische Fleischwerdung dargelegt wird. Es ist ein wunderbares Gedicht, in dem er das Wunder der Wandlung in Beziehung zu einem rationalen Gedankengebäude setzt, innerhalb dessen das Wandlungsmysterium der Vernunft greifbarer und verständlicher erscheinen soll. Aber was hat das eigentlich jetzt alles mit dem Johannesevangelium am Ende jeder Messe zu tun? Hierfür müssen wir eine Verbindung zwischen Weihnachten und dem Fronleichnamsfest herstellen. Thomas von Aquin wählte als Präfatio für das Fronleichnamsfest jene von Weihnachten aus. Sicherlich, um wiederum an die Fleischwerdung zu erinnern, die für das Opfer Christi notwendig war. Was aber ist das Evangelium des Weihnachtshochamtes der Missa in Die, dem Hochamt am 25. Dezember? Es lässt sich erahnen, es ist der Prolog von Johannes. Erinnern wir uns daran, dass der heilige Thomas Dominikaner war und nur 5 Jahre früher genau in diesem Orden zum ersten Mal genau dieses Evangelium als fester und gleichbleibender Teil zum Schluss der heiligen Messe eingeführt wurde. Dadurch bekamen zur selben Zeit und im selben Orden die Weihnachtspräfation sowie das Weihnachtsevangelium eine über ihre besondere Bindung an Weihnachten hinausgehende Funktion. Die Fleischwerdung Jesu Christi ist die Voraussetzung für das Opfer. Diese Wahrheit soll uns durch das Johannesevangelium bei jeder heiligen Messe in Erinnerung gerufen werden. Es wird zur Summe der heiligen Messe. Und die Worte des Prologs sind nicht nur geschichtlich, sondern auch überzeitlich zu verstehen. Die Worte »Wir haben seine Herrlichkeit gesehen« beziehen sich nicht nur noch auf die geschichtliche Realität der Fleischwerdung und Schau des Gottmenschen, sondern auch auf den Anblick der erhobenen Hostie, den wir bei jeder einzelnen heiligen Messe miterleben. Der Gläubige wurde und wird in der heiligen Messe somit zum Zeugen der verheißenen Ereignisse. Das Ziel des Prologs ist die Kontemplation und rückblickende Schau des Erlebten. Am Ende der heiligen Messe steht somit Stille, wie während des Schuldbekenntnisses am Anfang der heiligen Messe. Unterschätzen wir also nicht die Bedeutung des Johannesevangeliums am Ende jeder Messe des überlieferten römischen Ritus. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Laudetur Jesus Christus in secula.